I'm Uwe Boll, I make movies. Meine Fans, die finden es gut, dass da einer ist, der Genrefilme dreht. Also Leute, die Horrorfilme, Sci-Fi und sowas lieben oder Videospielverfilmungen, die sagen, gut, dass es den Boll gibt. Und dann gibt es natürlich viele, die sagen, schlecht, dass es den Boll gibt, weil uns gefallen die Filme nicht. It was poorly directed, it was poorly written script, the acting was horrible, the soundtrack was just ridiculous. So eine Petition, Stopp Boll und diese ganzen Sachen. Damit muss man dann leben. Zuerst habe ich gedacht, das ist ja lustig. Und dann war ich zwischendurch richtig sauer. Und mittlerweile bin ich aber so auf dem Trip. Wenn ihr immer schreibt, ihr wollt mich umhauen, foltern, kreuzigen, erschießen, dann kommt nach Vancouver und wir boxen. Uwe Boll is the worst director alive. And I'm gonna beat his ass. Also er ist ja nicht nur Filmemacher, sondern auch vor allen Dingen Geschäftsmann. Dass er halt einfach Medienfonds in Deutschland in einer Gesellschaft betreibt und mit diesen aus dem, das was er eingesammelt hat, Filme dreht. Action! Yeah, I'm sick of people like you. Die Anleger hatten am Anfang keinen Einfluss, aber dann mit den Gesetzesänderungen mussten wir Gesellschafterversammlungen durchführen, wo die Anleger entscheiden, welche Filme überhaupt gedreht werden. Und dann hat man natürlich 4, 5 Sachen vorbereitet und die machen dann zu guter Letzt stimmen die ab. Wir haben uns ja auch spezialisiert auf Videospielverfilmungen, weil so Videospiele, die kennt man weltweit, die gibt es dann schon als Videospiel in den einzelnen Ländern und dann ist natürlich auch einfacher, der Film zu verkaufen. Also das ist eine reine Marketingmaßnahme gewesen. Ich selber spiele überhaupt keine Videospiele. Wenn ich irgendwann einen Oscar kriegen würde, würde ich natürlich auch Danke sagen. Ja? Aber die Frage wäre, wem? Ne? 7500 Investoren in Deutschland? Ganz bestimmt. Die Leute, die am Anfang im feinsten Ferrari beim Münchner Filmpreis vorgefahren sind, die sitzen jetzt entweder im Gefängnis oder sind pleite. Aber auf jeden Fall sind sie von Hollywood komplett abgezockt worden und der Einzige, der weiter Filme dreht und das meiste Geld aus Hollywood rausgepresst hat, bin ich. Wir haben unseren eigenen Weltvertrieb. Wir haben, also wir verkaufen die Filme weltweit selber. Wir sind an der Börse in Frankfurt als Boll AG. So, jetzt ist sozusagen Feierabend. Jetzt kriege ich keinen Bernd Eichinger mehr in den Arsch. The winner by knockout in the second round. Dr. Uwe Boll.